Geschichten aus dem Nebel. Viel Spaß beim Zuhören. Die mysteriöse Gestalt blickt dich erneut an und du fragst dich, was in ihrem Kopf wohl so vor sich geht. Sie blickt dich nicht nur an, sie schlägt erneut den Folianten auf und kennst es bereits. Diesmal, sagt sie, die besten Geschichten in diesen Folianten, wenn du mich fragst, es sind die Geschichten, die mein Vorgänger hinterlassen hat, seine Notizen, seine Eindrücke und wie er langsam, aber sicher in den Wahnsinn abdriftet. Und heute soll es genau um diese Notizen gehen, um meinen Vorgänger und was er so erlebt hat. Ein Klopfen an der Tür und eine Einladung, die in einer Whiskyflasche befestigt war. Er wartete mich an der Türschwelle. Ich kniete mich hin, um die Einladung genau unter die Lupe zu nehmen. Du bist herzlich eingeladen zum Geburtstag des Entitos. Der Entitos hat einen Geburtstag? Verliere ich den Verstand? Meinen Halt in der Realität? Was auch immer das hier zu bedeuten hat, ist das eine Art Scherz von einer verlassenen Seele? Ich habe neue Erinnerungen von Even entdeckt, die etwas Licht in seinen Abstieg bringen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, hat der Entitus begonnen, ihn zu verderben, bevor er für die Prüfung abgegriffen wurde? Oder waren all diese Wut und dieser Blutdurst ein Ergebnis einer rauen Erziehung? So oder so, ich würde nicht erwarten, dass er auf irgendeine andere Autorität hört, selbst wenn sie bereits sehr alt ist. Dwight tut mir leid, es ist, als ob alles, was er macht, genau das Gegenteil von dem bewirkt, was er eigentlich will. Beim Versuch, seine Kollegen im Kampf gegen ihren miesen Chef zu unterstützen, endet er als derjenige, der letztendlich alles verbockt, wodurch viele in eine noch schlimmere Situation geraten, als sie vorher waren, einem Narzissten etwas in seinem Drink zu kippen und ihn dabei zu beobachten, wie er ins Wanken gerät. War es allerdings wert. Die vielen Erinnerungen an Überlebende, die mit Narzissten zu kämpfen haben, lassen für mich nur den Schluss zu, dass es nur drei Möglichkeiten gibt, wenn man in einer Beziehung zu einem Narzissten steht. Ihn unterstützen, vor ihm weglaufen oder ihn vernichten. Aber man muss vorsichtig sein, denn Narzissten neigen dazu, jeden mitzunehmen, wenn sie untergehen. Ich stand früh auf, um im Archiv ein paar Tode zu erleben, die ich kürzlich im Spalt aufgezeichnet hatte. Ich trank etwas Milch von Terra 728, hörte eine Radiosendung von Terra 232, Horror- und Schreckensgeschichten. Ich las eine neue Version von Dantes Inferno von, ich weiß nicht genau wo. Ich dachte an mein Zuhause, trank etwas Whisky und schlief für eine gefühlte Ewigkeit. Ich werde ein paar Schlucke Whisky von Terra 917 trinken, ein paar Erinnerungen erleben und dann ins Bett gehen. Die Wärme des Alkohols von 917 lullt mich immer in den Schlaf. Auch wenn dies ein schreckliches Schicksal ist, wäre es ein noch schrecklicheres Schicksal, hier ohne das Auris eingesperrt zu sein, ohne die Fähigkeit, sich zu manifestieren, zu erschaffen und zu genießen. Es fühlt sich seltsam an, denn das scheint das Geflecht der Schöpfung zu sein. In der Lage zu sein, Erinnerungen bereisen zu können und ohne Einschränkungen dabei eine Auslese treffen zu können, das hilft, die Zeit zu vertreiben. Es hilft definitiv, die Zeit zu vertreiben. Es ist immer unterhaltsam, einem Überlebenden bei der Flucht zuzusehen, dessen Oberschenkelschlagader aufgerissen ist. Manche Opfer kommen tatsächlich ziemlich weit, bevor Schock und Herzstillstand sie überkommen. Sie kämpfen ums Überleben, als ob der Tod das Ende wäre. Vielleicht ist das der Grund, warum der Entitus mit jeder Wiederbelebung die Dinge ungeschehen macht. Der unumstößliche Glaube, dass der Tod real ist, gibt den Prüfungen dem Erlebnis Gewicht und Tiefe. Ansonsten wäre es den Überlebenden egal, sie würden nicht weglaufen, sie würden nichts fühlen. Die Angst vor dem Tod ist der Puls des Lebens und Glaubens. Und der Glaube an den Tod gibt dem Erlebten eine Emotion. Mit anderen Worten, er füttert den Entitus. Nichts treibt einen mehr in den Wahnsinn als Stille. Ich blicke hinaus auf den endlosen Ozean des schwarzen Nebels.
der mich umgibt und begriff schnell, wie unglaublich klein und unbedeutend wir sind. Furcht und Verzweiflung überkamen mich schon bald und ich begann zu verstehen, wie arrogant wir zu Hause waren, dass wir versuchten, diese lebenden kosmischen Wesenheiten zu definieren und zu beschreiben. Wir hatten gedacht, wir hätten es größtenteils verstanden, dabei hatten wir kaum an der Oberfläche gekratzt. In den Reichen des Entitos habe ich Strukturen entdeckt, die mich an mein Zuhause erinnern. Es ist möglich, dass andere von Terra Primus sich von der Außenwelt abgeschnitten im Entitos wiedergefunden haben. Diese Überlebenden könnten das Wissen besitzen, das nötig ist, mich aus diesem Turm zu befreien, und möglicherweise haben sie sogar Ideen, wie man dieser infernalischen Dimension entkommen kann. Soweit ich weiß, waren wir eine der ersten der vielen Welten, die damit begonnen haben, diese großen kosmischen Geheimnisse zu lüften und zu beweisen, dass Planeten und Sonnensysteme, lebendig sind. Diese Entdeckungen haben zum Wandel ganzer Paradigmen geführt, die uns die Möglichkeit eröffnet haben, von Dimension zu Dimension zu reisen. Einst dachten wir, dass unser Wissen absolut ist. Aber diese Entdeckungen hatten uns gezeigt, wie wenig wir eigentlich über die Welt wussten. Gefühle, Leidenschaft, Interesse, dies sind die Zündfunken, die undefinierbare Kraft, die Schöpfung ermöglicht. Man kann nichts manifestieren lassen, wenn man keine Empfindung dazu hat. Das Auris wurde belächelt, weil der Rat es nicht verstand. Es mag der Whisky in mir sein, der mich darüber sinnieren lässt, aber Kunst wird nicht durch Gedanken allein erschaffen, sondern dadurch, dass Gedanken und Gefühle in Harmonie zusammenarbeiten. Gefühl ist alles. Gefühl ist der wichtigste Aspekt, wenn man etwas zum Leben erwecken möchte. Es ist die Triebfeder, die Gedanken und Informationen wirklich werden zu lassen. Seltsame leuchtende Markierungen, die in den Prüfungen für Überlebende und Killer zurückgelassen wurden, helfen mir dabei, mich in den Spalten leichter zu orientieren. Jemand versucht, mich zu erreichen, mischt sich in die Angelegenheiten des Entitos ein, nutzt Tricks, um meine Aufmerksamkeit zu gewinnen, um mich wissen zu lassen, dass ich nicht alleine bin. Um mich wissen zu lassen, dass ich nicht der Einzige bin, der in der Lage ist, im Entitus zu manifestieren. Und doch ist das Wissen der lebenden Dimensionen und der Uralten ein Wissen, das nur wenige auf den unendlichen Terrawelten innerhalb der bekannten Galaxien entwickelt haben. Qualvolle Schreie schallten durch den Nebel und störten meinen Schlaf. Ich wachte auf, zog eine Hose an, kletterte mit etwas Whisky aufs Dach und schlug Golfbälle in den Abgrund. Es liegt irgendwas Beunruhigendes oder gar Therapeutisches darin, mit Eisen auf Holzbällen ins Nichts zu schlagen. Ich habe bestimmt tausende Golfbälle versenkt, bevor die Schreie endlich nachließen und ich damit aufhörte. Jemand hat einen Eimer voller Golfbälle an meiner Tür abgestellt, darin eine Notiz: Die besten Golfbälle überhaupt. Nach genauerem Hinsehen bemerkte ich, dass es gehärtete Augäpfel waren, versteinerte Augäpfel, die zweifellos in den verlorenen Reichen eingesammelt worden waren. Ich wusste gar nicht, dass Augäpfel versteinern können oder dass sie, sofern man das sagen kann, ordentliche Golfbälle abgeben. Noch ein Eimer voll davon käme mir eigentlich ganz gelegen. Es muss ein Geschenk von einem geheimnisvollen Freund sein. In Blut getränkt wachte ich auf, hatte aber keine Erinnerung mehr an die Geschehnisse der Nacht zuvor. Das Blut tropfte von meiner Nase, meinem Kinn. Ich tastete nach meiner Stirn und Kopfhaut und entdeckte eine tief brennende Schnittwunde. Unfall? Selbst zugefügt? Halbträume vom Nebel? Kreaturen aus dem Abgrund? Ich wusste es nicht. Später entdeckte ich neben dem Bett einen lila Haufen aus Fleisch und Eingeweiden. Ich hob die Schweinerei auf und warf sie aus dem Fenster in den Abgrund, woher sie auch gekommen war. Isolation und Alkohol sind niemals eine gute Kombination. Deswegen bin ich froh, dass du bei mir bist und meinen Geschichten lauscht. Denn sonst würde ich ebenfalls wie mein Vorgänger
langsam aber sicher dem Wahnsinn einheimfallen. Schauen wir jetzt in die Vergangenheit von Anna, oder besser bekannt als die Jägerin. Sobald Anna gehen gelernt hatte, unterrichtete ihre Mutter sie darin, ein hartes, einsames Leben in den Wäldern des Nordens zu führen. In einer solch abgelegenen und gefährlichen Gegend zu leben, erfordert Können und Widerstandsfähigkeit. Wenn das Tageslicht zu schwach wurde, um produktive Arbeiten auszuführen, suchten sie Zuflucht in ihrem Haus, einer robusten alten Hütte, die darauf ausgelegt war, den härtesten Wintern standzuhalten. Am Herdfeuer ruhte Anna sich in den Armen ihrer Mutter aus. Sie besaß lediglich einige hölzerne Spielzeuge und Masken, die ihre Mutter für sie hergestellt hatte, während sie Geschichten und Wiegenliedern lauschte. Sank sie in einen Schlummer voller glücklicher Träume, nichts ahnend, dass bestimmte Ereignisse schon bald alles verändern werden. Anna und ihre Mutter pirschten sich an einen großen Elch im Wald heran. Sie wussten, dass es sich um eine gefährliche Jagdbeute handelte, doch der Winter war außergewöhnlich hart gewesen und ihre Nahrungsvorräte waren beinahe aufgebraucht. Die Furcht zu verhungern ängstigte sie mehr als alle Kreaturen des Waldes. Ohne Vorwarnung bäumte sich der Elch auf, röhrte und galoppierte wild auf Anna zu. Die ganze Welt schien unter den trampelnden Hufen des riesigen Geschöpfs zu erbeben. Und vor Angst war sie wie gelähmt. Der Elch kam ihr so nahe, dass sie den mordlustigen Zorn in seinen Augen sehen konnte. Da sprang ihre Mutter mit erhobener Axt zwischen sie. Sie stieß einen markerschütternden Schrei aus, als der Elch sie mit seinem Geweih aufspießte und in die Luft hob. Wieder und wieder ließ sie die Axt mit all ihrer Kraft auf den Schädel des Elchs niedersausen, während dieser versuchte, sie abzuschütteln. Mit einem widerlichen Krachen zersplitterte das Geweih und Annas Mutter war frei. Das Tier brach zusammen. Anna war zu klein, um den malträtierten Körper ihrer Mutter zu bewegen, und so setzte sie sich auf der Lichtung neben sie, um sie von den Schmerzenslauten des sterbenden Elchs abzulenken, hielt Annas Mutter sie fest im Arm und summte ihr Lieblingswiegenlied. So saßen sie, während die Jägerin und der Elch langsam ruhiger und kälter wurden, bis Anna im stillen Wald ganz allein war. Irgendwann raffte sie sich auf und begab sich auf den langen Heimweg. Sie war zwar immer noch ein Kind, wusste jedoch inzwischen genug über das Leben im frostigen Wald. Um zu überleben, sie folgte ihren Instinkten, wurde eins mit der Wildnis. Im Lauf der Jahre wurde sie stärker und perfektionierte ihre Jagdkünste. Je mehr sie zu einem gefährlichen Raubtier wurde, desto mehr versank ihre Menschlichkeit in vagen Träumen. Sie weitete ihr Jagdgebiet aus und lebte von dem, was sie erlegte. Sie arbeitete sich von Eichhörnchen über Hasen, Nerze bis zu Füchsen hoch. Irgendwann wurde sie dieser Kreaturen überdrüssig und machte stattdessen Jagd auf gefährlichere Tiere wie Wölfe und Bären. Als eines Tages ahnungslose Reisende durch ihren Wald wanderten, entdeckte sie ihre neue Lieblingsbeute, Menschen. Unglückliche Seelen, die in ihrem Jagdgebiet unterwegs waren, wurden genauso geschlachtet wie alle anderen Tiere. Sie sammelte gerne ihre Werkzeuge und farbenprächtige Kleidungsstücke und vor allem das Spielzeug von Kindern. Doch sie brachte es nie übers Herz, die kleinen Mädchen zu töten. Diese brachte sie stattdessen zu ihrem Haus tief im Wald. Sie waren lieblich und wenn sie die Mädchen ansah, erwachte etwas tief in ihrem Herzen. Sie sehnte sich nach der Nähe einer geliebten Person, einem eigenen Kind zwischen den geplünderten Holzspielzeugen, Puppen und Märchenbüchern, die sie nicht lesen konnte, legte sie den Mädchen grobe, scheuernde Stricke um den Hals und knotete diese an der Wand fest. Sie konnte sie nicht herumwandern lassen, da sie sonst mit Sicherheit den Tod in der Wildnis finden würden. Doch jedes der Mädchen verkümmerte im Laufe der Zeit und starb an Kälte, Hunger oder einer Krankheit. Und jedes Mal stürzte dies Anna tiefer in die Schmerzen, Sorgen und Wahnsinn. Sie war davon besessen,
es immer wieder zu versuchen und begann damit, die Dörfer in der Nähe zu überfallen, um dort Familien abzuschlachten und deren Töchter zu entführen. Dabei trug sie eine der Tiermasken, die ihre Mutter vor so langer Zeit für sie gefertigt hatte, um die angsterfüllten Kinder zu besänftigen. Unter den Dorfbewohnern wurde bald eine Legende über die Bestienfrau, die im Roten Wald ihr Unwesen trieb, erzählt, die Jägerin, die Menschen tötete und kleine Mädchen fraß. Irgendwann erreichte der Krieg auch den Wald. Deutsche Soldaten marschierten hindurch, um das zusammenbrechende russische Kaiserreich anzugreifen. Während dieser düsteren Zeiten gab es keine Reisenden mehr. Die Dorfbewohner hatten ihre Häuser aufgegeben und es gab keine Kinder mehr, nur noch Soldaten. Viele davon wurden mit grauenhaften Axtwunden aufgefunden, ganze Trupps verschwanden unter unerklärlichen Umständen. Nach Kriegsende verloren sich auch die Gerüchte über die Jägerin im wuchernden Roten Wald. Die Morgendämmerung ergießt sich über die Krater und Gräben und in dem verwüsteten Wald. Explosion zerreißen den Boden, Schlamm fliegt durch die Luft und überschüttete Anna. Männer stolperten kopfüber in offene Krater, die mit verwesenen Leichen gefüllt sind. Zerfleischte Menschen und Pferde sind ein Festmahl für Ratten. Andere Männer werden in tausend kleine Stücke zerfetzt. Manche ertrinken im Schlamm und Blut. Die brutale Grausamkeit dieser menschlichen Tiere amüsiert Anna. Noch nie hat sie sich so gut unterhalten gefühlt. Sie sind schlimmer als ein Rudel hungriger Wölfe, das sich um einen Kadaver streitet. Manche sagen Worte, die sie versteht. Andere sprechen Worte aus, die in ihren Ohren fremd klingen. Plötzlich wird sie von einem schrecklichen Schrei erschreckt. Sie folgt der Quelle des Geräuschs in den zerstörten Wald. Dort findet sie ein kleines Zelt sowie russische Soldaten vor, die ausländische Gefangene bewachen. Den ganzen Abend lang beobachtet sie sie. Voller Schrecken muss sie mit ansehen, wie sie eines ihrer Pferde fürs Abendessen schlachten. So viel Fleisch, das durch unsachgemäße Schlachtung vergeudet wird. Nach dem Abendessen schnappen die Russen sich einen ihrer ausländischen Gefangenen und zerschmettern seinen Schädel mit einer Schaufel, um sich die Zeit zu vertreiben. Sie lachen und machen Scherze. Aus den Schatten heraus beobachtet sie das alles und lacht leise. Nicht mit ihnen, sondern über sie. Die Schaufel ist recht klobig, die Schläge eher ungeschickt, der Tod schmutzig. Diese Männer sind weder Fisch noch Fleisch. Ihre Mutter hat sie eines Besseren belehrt. Sie wollte gerade auf die Suche nach einem weiteren Rudel Menschen gehen, aber etwas fällt ihr ins Auge. Etwas, das sie an ihren Vater erinnert. Etwas, das perfekt für ihre kleine Buschka ist. Ein Geschenk. Anna versteckt sich im Schatten und lässt ihren Blick nicht von dem Geschenk ab. Der russische Soldat schnitzt das Geschenk, während er die ausländischen Gefangenen in dem zerfetzten Zelt bewacht. Die töten und quälen sich gegenseitig, weil sie nicht miteinander reden können. Sie erinnert sich an ein Buch, das ihre Mutter einst besaß. Darin zeigte sie immer auf die Bilder und nannte sie Soldaten. Es waren diejenigen, die ihren Vater abgeschlachtet hatten. Soldaten reißen sich gegenseitig in Stücke und das aus Gründen, die ihre Mutter nie erklären konnte. Sie beobachtete sie und versteht es nicht. Sie ist sich auch nicht sicher, ob sie es selbst verstehen. Vielleicht mögen sie die Jagd, den Geruch der Angst, den Blutrausch. Sie starrt das perfekte Geschenk an und will ihnen einen kleinen Krieg liefern, den sie nie vergessen werden, aber es sind zu viele und plötzlich erscheint ihre Mutter vor ihr. Ein Lächeln ziert ihr Gesicht und sie erklärt ihrer kleinen Anna, dass sie die Reihen ausdünnen muss. Das kann ich. Ich werde es dir zeigen und ihnen werde ich zeigen, wo die Flusskrebse schlafen. Der russische Soldat stellt mit seinen Gefangenen etwas Absonderliches an. Er bindet ihn mit den Füßen nach oben an einen knorrigen Ast und entfacht nur wenige Zentimeter unter ihm ein Feuer. Sie zieht eine Augenbraue hoch, verwirrt. Man tötet das Wild, bevor man es brät. Aber diese Soldaten genießen seinen Todeskampf. Sie erkennt den schreienden und kreischenden Ausländer. Erst vor wenigen Monaten
hat er in einem anderen Zelt Russen gequält. Erst vor wenigen Monaten war er der Peiniger. Der Russe hält das perfekte Geschenk in den Händen, während der Gefangene kreischt und quiekt wie ein Schwein. Sie grinst. Der Schrei ist irgendwie lustig, ja, das ist er. Er ist amüsant. Der Russe macht Scherze und imitiert das Quieken. Sie kämpft dagegen an, in Gelächter auszubrechen. Das ist das lustigste Geräusch, das sie je gehört hat. Plötzlich wird sie vom Geräusch eines nahenden Soldaten erschreckt. Sie wirbelt herum und sieht ein Bajonett auf sich zukommen. Sie weicht aus, schnappt sich den armselig dürren Mann am Genick, zieht ihre schwierigen Finger um den hervorstehenden Adamsapfel zusammen und reißt mit vernichtender Gewalt daran. Mit einem Röcheln sackt der Mann zusammen und bleibt mit zerfetzter Kehle tot auf dem Boden liegen. Sie richtet ihre Aufmerksamkeit wieder auf die lachenden Russen und das quiekende menschliche Schwein. Sie lächelt, wenn sie mit ihnen fertig ist, werden sie alle ähnliche Geräusche von sich geben. Vier russische Soldaten schleichen um das Zelt herum und suchen ihren vermissten Kameraden. Still und heimlich macht Anna einen der Soldaten ausfindig und nähert sich ihm Schritt für Schritt. Armer, erbsengrüner Dickkopf. Er hat keine Ahnung, dass dies seine letzten Atemzüge sein werden. Sie beobachtet ihn einen Moment lang und tritt dann absichtlich auf einen Zweig. Das Knacken lässt ihn herumwirbeln, doch bevor sich ihre Blicke treffen, zerteilt Annas Axt seine Nase zwischen den Augen. Zähne werden zermalmt und seine Zunge abgetrennt. Sie bedeckt seinen blutigen Mund mit ihrer Hand, während sie seine Tasche nach dem perfekten Geschenk durchsucht. Nichts. Sie hebt ihre Hand, damit die röchelnde und gurgelnde Geräusche die anderen drei Soldaten anlocken. Vorsichtig nähern sie sich mit erhobenen Bajonetten, wo lauter Zorn und mit vollem Blutrausch knirscht sie mit den Zähnen. Sie lässt den abgetrennten Schädel ihres Kameraden in ihre Mitte rollen. Ein kleiner Schockmoment ist alles, was sie braucht, um hervorzupreschen und mit einem einzigen Axthieb zwei Soldaten auf einmal niederzustrecken. Der andere Soldat stürmt mit einem Schrei vor und mit einem kräftigen Schwinger trennt sie seinen Kopf sauber von seinem Körper. Ein Geysir aus Blut entspringt seinem kopflosen Torso, der vor und zurück taumelt, als ob er seinen verlorenen Kopf sucht. Ein letztes Mal stolpert der Körper vorwärts, dann rückwärts, dann bricht er zusammen. Die Geräusche eines weiteren Angriffs erreichen sie noch vor der Klinge. Sie holt nach links und rechts aus und der Körper fällt in mehrere Stücke zu Boden. Der Soldat starrt voller Grauen auf die Körperteile, die um ihn herum liegen. Sie lacht und denkt an eine Geschichte, die ihre Mutter ihr mal erzählte. Tja, tut mir leid, Jaiko, das lässt sich nicht wieder flicken. Anna findet diese Soldaten seltsam. Wo Russen und Ausländer sich einst gegenseitig gebraten haben, arbeiten sie nun zusammen, um ihre Angriffe zu überleben. Sie bezeichnen sie als Ghoul, als Waldmonster. Sie sagen, sie sei ein Bodark. Gemeinsam heben die Soldaten Gruben aus und sabotieren ihr Lager. Anna spielt mit ihnen. Sie ist in der Unterzahl. Das ist ihr bewusst. Sie schwächt ihre Sinne, indem sie vom Schlafen abhält. Nacht für Nacht nähert sie sich ihrem Lager, singt ein Schlaflied und heult dann wie ein Bodark. Die Soldaten wachen erschreckt auf und versinken in Angst und Schrecken, während sie zu ihrer Hütte zurückkehrt, um bei ihrer Kleinen zu schlafen. Sie ruht sich ein paar Stunden aus und kehrt dann zu ihrem kleinen Krieg zurück, um einen weiteren Schreckenszyklus einzuleiten. Ein oder zwei schlaflose Nächte und sie werden sich gegenseitig in Stücke reißen. Dann wird sie lediglich noch hingehen und sich nehmen müssen, was ihrer kleinen Buschka gehört. Ein Leben in den Wäldern und der Verlust ihrer Mutter brachte Anna dazu, zu dem zu werden, was sie letztendlich ist. Und natürlich führte es dazu, dass der Entitus aufmerksam auf sie wurde und letztendlich hat er sie geholt. Jetzt jagt sie in seinen Reichen. Sei also auf der Hut, wenn du ein Wiegenlied hörst.